Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22 hier auf der Big Flats Texas. Und wir machen heute Gras in wunderschöne Silageballen und zwar mit dem Apparatismus hier. Dafür müssen wir das ganze Gras, was hier schon geschnitten in Schwade liegt, aber erstmal einsammeln. Und das machen wir damit. Da steht der Apparat. Warte mal, ich hoffe, hier ist leer. Ja, könnte leer sein. Wir schauen mal. Wir brauchen den Case. So, als allererstes würde ich sagen, lassen wir aber noch mal ein bisschen Gülle reinplempern. Fahren das in die Düngerproduktion. Und da wir an Geld rankommen wollen, wäre es vielleicht gar nicht so dumm, wenn wir auch gleich noch mal eine Runde Gärreste in die andere Produktion reinfahren, dass wir da mal ein bisschen zu Rande kommen. So. Würde ich sagen, machen wir das so, oder? Dann holen wir gleich noch einen Anhänger Gärreste und dann geht die Sache los. Ich hoffe nur ganz, ganz stark, wenn wir denn nachher wirklich da ausklappen, dass der Sammelwagen mit seinem Entladetrigger da auch hinpasst. Das wird noch interessant. Müssen wir mal schauen. Notfalls müssen wir halt über einen anderen Silo machen oder so. Das wäre jetzt auch nicht das Problem. Wir sammeln hier nochmal schnell einen Anhänger voll Gärreste raus. Die dürfte noch ordentlich und ausreichend vorhanden sein, oder? 124.000 Liter, na, die nehmen wir doch sehr gerne. Und Abmarsch. Jetzt bin ich schon am Überlegen, ob wir uns nicht vielleicht mal doch ein großes Güllefass hier hinstellen, womit wir das Zeug denn von A nach B fahren können. Könnte ja eigentlich auch nicht schaden, oder? Weil wir haben mittlerweile viel Gülle im Kuhstall und die Gärreste werden auch nicht weniger. So, die Produktion müssen wir dafür noch anstarten. Die haben wir hier unten nochmal extra gebaut. Behalten auf jeden Fall. Action. Oh, 1:1. Wir haben keine Verluste. Das ist ja der Hammer. Sehr schön. So, dann lassen wir die Badewanne einfach mal hier stehen. Und dann legen wir los. Wir müssen erstmal Gras einsammeln und dann können wir pressen lassen und werden dann auch gleich abfahren mit einem Autoload-Anhänger. Und zwar alles unter das Schleppdach. So war auf jeden Fall der Plan. Ich hoffe, dass das so klappt, wie ich mir das denke. Wir werden sehen. So, einmal entfalten. Jetzt haben wir nämlich den Vorteil, wir können die Wiese komplett durchfahren. Ey, warte mal. Müssen wir noch düngen? Okay. So. Machen wir aber erstmal voll den Anhänger hier. Mal gucken. Da wird ja ordentlich was reinpassen. Und das wird auch eine Weile dauern, bis wir das alles verwurstet haben. Also das Ballenwickeln, das wird uns eine Weile beschäftigen hier, denke ich mal. Auf jeden Fall mich. Euch jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber mich auf jeden Fall. Aber wenn wir schon einen Mod-Ordner haben, dann sollten wir doch benutzen auf jeden Fall. So. Ich bin nur froh, dass die Mais- und die Baumwollernte sehr, sehr gut geklappt hat. Das Problem mit den Trailern haben wir in den Griff bekommen. Die dürfen alle bleiben. Das funktioniert. Sehr, sehr schön. Wir müssen hier noch Dünger fahren. Und vielleicht wäre eine Werkstatt beim Kuhstall bei der BGA auch gar nicht so verkehrt, oder? Dass wir da mal so ein paar Fahrzeuge auf Vordermann bringen können. Ich meine, theoretisch ist der Weg zum Hof auch nicht so sehr weit, aber wenn wir das mit dem Schwattmäher da mit die Fiat 15 km/h hinkrabbeln, ja, jetzt haben wir schon eine Tankstelle beim Kuhstall, also theoretisch
wäre eine Werkstatt auch nicht verkehrt. Ein kleiner Werkstatt-Trigger irgendwo würde ja schon vollkommen ausreichen, eigentlich, glaube ich, denke ich. Ne? Deswegen. Oh, das ist ja schon das Ende. Sollte das vielleicht kein Problem sein. Wir lassen wieder 4 frei und fahren jetzt zurück, oder? Der hat sich beim letzten Mal, glaube ich, sehr, sehr gut gemacht. So, da die alle die gleichen Abstände haben, die Schwade, weil der Schwad mehr gemacht hat, sollte das rucki-zucki laufen. Und wir haben schon ein Drittel im Sack. Also, ne? Alleine das Gras sammeln, das... Ja. Wie viel Ladung waren das beim letzten Mal? Ich kann mich da ja nicht mehr so... Waren das 2 oder waren das 3? Weil hier passt richtig was drin in dem Anhänger hier. Wir sind jetzt schon bei 88.000 Liter. Ja, müssen wir mal gucken. Na siehst du, fast voll das Ding. Die erste Fuhre haben wir gleich zusammen. Ja, müssen wir mal gucken, wie lange das reicht. Hier sind dann 250.000 Liter drin, glaube ich. Da kriegen wir ein paar Ballen mit zusammen. Ey, hier hat der Schwatt mir ja nicht gebeten. Was ist denn hier los? Da muss er aber nochmal ran, der Kleine. Das geht ja so nicht. Ja, okay. Kriegen wir den noch voll hier? Ach, jetzt müssen wir hier nochmal mähen, Mann, ey. So, das muss doch ordentlich sein. Okay, dann müssen wir den hier nächstes Mal hier drüben halt ansetzen und starten lassen. Ich habe jetzt die Feldaußenkanten genommen und habe die zueinander zuarbeiten lassen, aber wenn denn halt nicht anders geht, dann geht halt nicht anders. Gut, dafür lassen wir doch gerne hier draußen einfach stehen und machen weiter mit dem Gras einsammeln. So, siehste, als wäre nichts gewesen, fertig. Gott sei Dank steht jetzt hier alles rum, dann brauchen wir dann voll. Brauchen wir dann nicht ewig rumsuchen, sondern haben alles am Start. Okay. Na, siehste. Ich finde diesen Ladewagen mega geil. Halt schon ein paar Mal erwähnt, oder? Und der Case ist unfassbar laut. So. Ich bin am Überlegen, wie wollen wir das machen? Also, wir fahren erstmal diese Anhänger beiseite. Mit der Old Jaul in Hupe. Voll geil. Da flattert die Membran, ich sag dir. So, abgekumpelt. Mit dem kriegen wir eigentlich die Göweil angetrieben. Die Göweil braucht, glaube ich, 120 PS und der Kollege hier hat 140. Aber ich würde damit viel lieber den Autolautballenanhänger fahren. Ich hoffe, der steht hier noch. Ja, da ist er. So, dann können wir nämlich mit dem alten Quadrak können wir dann die Göweil betreiben. Das sollte dann problemlos laufen. Hat der einen Zapfenabgang? Ja, hat er. Perfekt. Ey, hier ist eine Mischration drin. Na, dann hauen wir den kleinen Kuhstall drin, wenn wir schon mal da sind. Jetzt haben wir endlich wieder Mist, Leute. Ich fasse den nicht. Wo kommt denn der her? So. Kühe, ihr habt was zu naschen. Kommt mal ran, Antroch. Guck mal, schon wächst hier wieder die ganze Futterschicht. Sehr schön. Jetzt müssen wir den ganzen Versuchsapparat hier noch aufbauen, dass wir hier vernünftig arbeiten können. So. Dann nochmal ein bisschen Futter reingeworfen. Dann würde ich sagen, packen wir den Anhänger hier erstmal an die Seite. So, die Schwerkraft regelt, ne? Hydraulik läuft alleine zurück. Sehr schön. Dann flitzen wir mal ran und dann machen wir mal die Göweil startklar. So. Wo war denn hier der Auswurf? Welche Seite? Wenn wir die aufklappen? Okay, darüber. Da müssen wir noch ein Stück vorfahren, bevor die Stelzen runter sind. Wir müssen mit dem Traktor noch ein bisschen schräger fahren, wenn es geht. Jetzt machen wir eigentlich alles schon wieder kaputt, ne? So. Okay. Ist das Ding startklar? Warte mal, wir müssen die Ballengröße noch sagen, ne?
Wir wollen ja 150 und wir wollen wickeln. Automatisches Ablegen ist aktiviert. Hat sie einen Ballenzähler? Anschalten. Läuft. Okay. Na, dann können wir gleich mal loslegen hier. Wie gesagt, ich hoffe, dass sie mit dem entladet. Oh. Oh, 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 okay. Ich hoffe, dass sie mit dem Entladetrigger passt hier. Wenn nicht, müssen wir damit unter Rufsilo fahren oder so. Weil ich habe hier meine Bedenken, dass der das erkennt. Meine Bedenken sind berechtigt. Na sag mal, was ist denn das? Wir sind hier schon komplett reingefahren. Er erkennt nicht, dass wir hier entladen können. Oder müssen wir das erst aufklappen? Das kann natürlich auch sein, dass wir erst in Position gehen müssen dafür. Nee, das ist doch nicht richtig. Ach, komm schon. Mann. Okay, dann halt anders. Pass auf, dann sammle ich jetzt das ganze Gras ein, dann schmeißen wir hier ein Hofsilo und dann müssen wir mit den großen Anhängern mal ranschleppen, aber ist eigentlich auch blöd. Naja, was willst du machen? Halt, stopp! Wir können doch in den Fermenter fahren, das ist doch viel besser. Machen wir eine Heutrocknung. Jetzt haben wir aber überall die Rampen davor. Aber das ist nicht schlimm. Pass auf. Wo man da Heu? Gras ist null. Heu ist voll. Wir machen das aus. Und dann können wir da das Gras von der anderen Seite wieder rausfummeln. Ah, oh, es ist ein Heckmeck. Aber dann können wir hier alles reinfahren. Das ist schon mal sehr praktisch. Dann gehen wir hier vorne an die Heutrocknung ran. Es hätte so schön sein können, ne? Aber ja. So, wir könnten theoretisch auch von hier nach da. Ach, weißt du was? Wir holen uns einfach noch einen Traktor her. Guck mal, den Steiger zum Beispiel. Wenn wir damit denn hier ranfahren und uns da das Gras rausholen aus der Heutrocknung, nebenbei, das ganze Gras ist hier jetzt drin. Ich hab das einfach mal nebenbei mal ganz schnell abgefahren, dass wir da uns. Guck mal hier, 750.000 Liter. Da waren noch 11.000. Noch was, die sind jetzt hier mit drin. Ja, daraus machen wir jetzt eine Silage. Ist okay. Jetzt können wir das hier rausholen. Jetzt habe ich mir überlegt, ist auch eigentlich Quatsch, warum wir den Steiger geholt haben. Wir haben noch auch diesen Abschiebetrailer für die Schafe zum Füttern. Dass wir den nicht vielleicht komplett umsonst gekauft haben. Würde ich hier mal gucken, was hatten wir überhaupt für ein Ladevolumen? Hier passen rein 50.000. Okay, hat sich schon erledigt, weil hier passen halt einfach 65.000 rein. Und dann können wir jetzt endlich mal die Göweil-Presse in Anspruch nehmen. Wenn ich das vorher gewusst hätte, dass wir erst das Gras komplett absammeln, dann hätte ich das Ding viel später gemietet. Würde nämlich übelst Geld sparen, weil das Ding ist jetzt gelaufen und wir hatten das hier stehen, ohne dass wir es benutzt haben. Na? So, dann werden wir jetzt mal füttern hier. Die Apparatur. Jawohl, das wollte ich haben. So, und theoretisch füllt ihr immer alleine nach, sobald Bedarf da ist. Na, Zapfwelle läuft. Genau. Die zappelt sich hier ein ab. Und er füllt permanent nach. Bis er leer ist eigentlich. Da ist der erste Ballen. Wird jetzt gewickelt. Und raus damit. Ehre. So, und das nächste. Jetzt müsste das Förderband wieder angehen. Ja, und er müsste eigentlich von alleine nachfüllen. Ha.
Macht er nicht? Warum nicht? Normalerweise geht es. Gut, lassen wir mal laufen. Dann holen wir mal den International, den Fahr mal. Und dann können wir damit die ersten Ballen schon mit dem Autoload einsammeln, weil die türmen sich nach vorne jetzt. So, weil der Ballen da liegt, macht er das andere jetzt nicht weg und wir sind im Schatten vom Stall. Das ist ja wieder der Hammer. Hallo. Wieso nimmt denn der das nicht? Was ist denn hier schon wieder los? Transportstellung, Arbeitsstellung. Ach. Ey, wieso hatten denn die Göweile mit bei? Transportstellung, Arbeitsstellung. Hallo? Teilnehmer? Ach, die sind Autoload manchmal, ne? Der Weg, irre. Hä? Och, komm schon! Ballen entladen. Was ist denn? Oh, ich... Manchmal kriege ich echt Anfälle, ne? Bei den ganzen Quatsch, wenn das nicht funktioniert. Komm, dann fahren wir das hier in der Sonne. Ha, ja, ist das schön? Ja, ist es nicht schön. Komm, greif zu. Damit raus hier. Funktioniert Outload jetzt? Das fängt wieder nicht an. Was ist denn das? Jetzt. Was hat er denn jetzt ja für ein Problem? Okay. Aber dann würde ich die Sache trotzdem gerne ins Licht bringen. Warte mal. Machen wir das mal aus, das Ding hier? Ist ja der Hammer. Ach ja, sehr schön. Warte mal, hier war doch noch eins. Da, genau. Nun denn, was willst du machen? So. Klappt das zusammen? Ach, da ist noch Gras drin, deswegen geht das nicht. Echt jetzt? Ich will das hier aber aus dem Schatten vom Stall raus haben. Dann machen wir es halt so. Wenn ihr auch nicht anders seht, dann machen wir es halt so. Hilft ja alles nicht. So. Na? So wird doch da ein Schuh draus. Abhängen können wir halt auch nicht, weil es noch offen ist. Dann machen wir es so. Ach, Kinders, was soll ich sagen? So. Dann erstmal. Konzentration! Hallo! Wo ist sie? Vielleicht kommt sie noch, werden wir sehen. Okay, machen wir nochmal von vorne. Jetzt müssen wir erstmal die ganze Situation neu kalibrieren und dann klappt es. Ach, ja. Ja. Aber warum das Auto laut die Döns da gerade nicht funktionieren wollte, das ist mir auch noch ein Rätsel. Okay. Okay. Da. Du, komm mal her. So, warte mal. Wir müssen die aktivieren, ne? Jetzt wird dann Schuh draus. Na, mal sehen. Und theoretisch... Wenn wir hier jetzt dumm rumstehen, haut er den Ballen raus und dann muss er hier auf den Anhänger landen. Theoretisch. Jawohl. Na siehste. Na klappt doch. Dass man immer erst schimpfen muss. Manchmal, ne? Ach ja. Der Anhänger hält doch alleine auf. Guck mal. Okay. Aber der wird jetzt Ewigkeiten dauern, ne?
Ja. Naja, theoretisch haben wir jetzt alle Zeit der Welt. Warte mal, wir müssen wahrscheinlich gleich neues Gras holen. Schlucke ist noch drin. Ah, reicht noch nicht. Egal, komm, wir fahren schon mal neue holen. Jetzt wäre halt geil mit einem großen Anhänger, dass wir da immer direkt raus überladen können. Dann brauchen wir nicht mal neu holen. Hä, wieso fragten denn, was befüllt werden soll, wenn das, was befüllt werden soll, das da noch drin ist? Tja, manchmal ist der LS sehr merkwürdig. Na, da denkst du, hast du alle Spielmechaniken schon mal erlebt und dann kommt er wieder mit einer neuen Überraschung um die Ecke. Ach ja, so, machen wir das Licht aus, dann sehen wir das Elend nicht. Wobei, lichttechnisch ist gerade schwierig hier irgendwie. So dunkel, dann aber auch irgendwie nicht und wieder dann doch und naja. So, auf jeden Fall haben wir schon mal fast die erste Lage voll. Und jetzt fehlt Gras, oder? Oder macht er noch eine? Nö, er macht noch einen Ballen, okay. Ja, das ist halt praktisch, wenn du das mit einem Überladewagen machst oder mit einem Anhänger mit sehr viel Ladevolumen oder unter dem Hofsilo hatte das, wie gesagt, auch schon. Das klappt einwandfrei. Man kann sich schön Ballen pressen mit dem Ding. Mit die Gühlweil. So. Na bitte, läuft doch. Aber hier ist halt echt Spritverbrauch am Start, weil alle Traktoren laufen, außer er hier mit dem Autoload. Aber der Rest. So, wir sind ja nicht mal bei der Hälfte. Das dauert ja wirklich lange. Ja, ich warte einfach mal ab, bis der erste Anhänger voll ist, oder? So, Leute, vorletzte Ballen. Ich habe in der Zeit einfach mal die beiden Wiesen gedüngt. Ja, zwischendurch nochmal einen Anhänger für Gras geholt, für Nachschub. Ist eine sehr zeitaufwendige Geschichte. Nebenbei kann eigentlich echt viel Feldarbeit erledigt werden. Alle anderen Felder düngen, dann schon mal ein bisschen mulchen und so eine Sachen pflügen. Ja, aber mal sehen. So, der erste Anhänger ist voll. Dann werden wir damit mal losdüsen. Warte mal. Ich will das sehen. So. Göweil Press Party. Echt schlecht belichtet, ne? Ist richtig schlecht belichtet. Okay, hilft ja alles nicht. So, Abmarsch. Da der Ballen da liegt, kommt auch kein neuer nach. Boah, hier ist aber ganz schön eng, ey. So. Ihr könnt mir vorstellen, dass viele von euch sagen, hä, wieso machst du Silageballen? Ist ja totaler Quatsch, du hast doch einen Fermenter. Ja, ist vollkommen richtig, aber ich habe halt einfach voll Bock drauf. Es ist nicht so, dass wir die Ballen jetzt unbedingt brauchen oder wir das machen müssen, aber ich habe halt einfach übelst Bock drauf, also machen wir das. Na, ist ultra zeitaufwendig, ja, aber ich habe halt trotzdem einfach voll Spaß dran, weil Ballen sind cool. So. Da stehen sie nun. Die erste Lieferung steht und kann reifen. Dann holen wir die anderen mal gleich nach. Ja, warum der Ballen-Autoload hier so rumgezickt hatte zum Anfang, das ist mir noch ein Rätsel, aber hey. So, und weiter im Text. Sehr schön. Warte mal, wir müssen wahrscheinlich gleich wieder Gras holen. Genau, hier ist leer, denn Abfahrt. Also es funktioniert, dass der automatisch sich da neue draus holt, dass es entladen wird. Sehr, sehr schön sogar. Warte mal, wieso ist denn der jetzt erst fertig? Jetzt willst du mir erzählen, dass der Helfer hier drüben wieder auf dem Acker rübergefahren ist, ne? Beim Nachbarn. Na klar, pass mal auf.
Das ist doch ein selten dämlicher Hund, ja. Okay. Egal. Nee, warte mal, ist unser eigenes Feld. Ich wollte schon sagen, hä? Stimmt, da war ja was. Ha! Okay. Aber das Feld, das war schon komplett fertig für die Aussaat, oder? Zeig mal her. Wie gesagt, die Graswiese hier, die ist komplett gedüngt. Beete. Da können wir auf nächstes Jahr warten. Ja. Das haben wir geflüchtet, ist fertig. Hier gehen wir in die Aussaat für Mais, dass wir Mais häckseln können. Für Häckselgut, dass wir ordentlich Silage zusammenbekommen für die BGA. So war hier nämlich ursprünglich der Plan. Okay. Jetzt bin ich schon am Überlegen, ob ich jetzt nicht einfach die anderen Felder, die wir abgedroschen haben und mit Baumwolle abgeerntet haben, ob ich die nebenbei nicht einfach schon mal dünge, dass wir da in der Zeit, wo wir hier Silageballen wickeln, einfach schon mal ein bisschen Feldarbeit vorantreiben können. Wäre ja an sich keine schlechte Sache, oder? So, das Ding ist noch überhalb voll. Und ich würde rein... Testzweck... Ah, nee, warte mal, hier liegt ja noch Stroh. Okay, wir müssen noch Stroh absammeln. Naja, dann fahren wir erstmal Gras hier wieder rein. So. Ist nämlich schon wieder leer gelaufen. Jetzt wäre echt so ein großer Anhänger voll praktisch. Wo so viel reinpasst. Oder wir müssen uns nochmal diesen großen Ladewagen mieten, wo alles reingeht. Aber eigentlich, guck mal, das geht da relativ fix. Wenn wir hier ein bisschen Gras hin und her fahren, dann ist das schon okay. So, das läuft. Du musst halt alle Traktoren laufen lassen. Das ist schon ganz schön energieintensiv, sag ich mal. Sind wir eigentlich hoch? Richtig nicht. Aber doch. Richtig schön ist nicht. Vielleicht von hier. Kommen wir hier noch hoch? Mal gucken. Also keine Sorge, Leute. Wir werden jetzt hier heute nicht alle Ballen wegpressen. Das schaffen wir gar nicht. Aber wir werden mal gucken. Ja, den Anhänger voll vielleicht noch? Ja. Wieso macht lieber einen Kornschieber? Was soll denn der Quatsch? Hör auf! Aber eigentlich spielt es keine Rolle, oder? Kornschieber ist ja voll Quatsch. Mach mal über hinten, so. Okay. Der einzige Vorteil ist, wenn du hier immer fütterst und fütterst und fütterst, kommt hier halt ein Ball nach dem anderen raus. Das Ding hört halt niemals auf. Aber ich würde sagen, ich warte jetzt nochmal, bis hier eh ein Anhänger voll ist. Dann bringen wir den noch weg und den Rest mache ich dann nebenbei. So, der zweite Anhänger ist voll. Ich habe in der Zeit da das eine Baumwollfeld schon ein bisschen düngen lassen. Da ist er fast fertig. Ich habe da mal eine Runde Gülle, eine Runde Gärreste fahren. Also man kann sich zwischen den vollen Ladungen eigentlich recht gut beschäftigen. Das ist gar kein Thema. Man kann ja so ein bisschen die Hofrunden drehen, Tiere versorgen. Man sollte sich nur nicht allzu weit wegbewegen, weil dann gehen die Motoren aus. Ne? Und dann läuft hier gar nichts. Deswegen, da musst du immer dabei sein. Also relativ in der Nähe. Ne? Bist du einfach zu weit von der Entfernung weg, dann geht auch der Motor von dem Traktor aus, wo die Göwal-Presse dran hängt. Dann geht der Motor aus von dem Traktor, was Gras ablädt. Deswegen, ja. Immer gucken, dass alles läuft. Aber Leute, wir haben jetzt schon zwei volle LKW-Anhänger voll. Nee, zwei volle Autoload-Anhänger voll. Und da kommt noch ein bisschen was. Ich würde aber sagen, ich mache den Rest nebenbei. Dünge dann noch alle Felder durch, die Bedarf haben.
Und dann schauen wir mal. Apropos, wir schauen mal. Hier wird gerade Feld 10 gedüngt und guck mal, Feld 16 benötigt Kalk. So, Feld 15 will geflügt werden. Feld 9 auch, ist ja klar, da war Mais. Aber Feld 15 möchte auch Kalk haben. Heißt, wir haben wieder ein bisschen Arbeit. Ich würde sagen, da wir sowieso in den Winter hineingehen, würde ich alle Felder düngen. Hier müssen wir noch Stroh absammeln. Und dann können wir hier unten kalken und dann würde ich alle pflügen, auch die hier pflügen, weil dann haben wir hier mit Unkraut keinen Stress. Und, naja, hier ist halt auch Unkraut, ne? Müssten wir. Hey, warte mal, haben wir das ja nicht geflüchtet hier? Wurde gemulcht, aber nicht geflüchtet und auch schon gedüngt. Okay. Also theoretisch. Aber wir wollten mit dem Striegel drüber. Aber ist egal. Wenn ich da neben. Was ist denn hier los? Was machst du denn schon wieder hier? Hör doch auf. Sei doch nicht dumm. Ach, hier ist noch ein minimaler Streifen. Das ist ja wieder klasse. Okay, komm. Dann hast du die Erlaubnis. Dann zieh mal durch hier. So, lass knacken. Dann können wir da hinten den anderen Baumwollacker schon mal düngen. Und wenn wir dann hier das Stroh runter haben und so was alles, dann. Ja, kann weitergehen. Da drüben müsste noch geflügt werden. Also, wir hätten noch einen haufenweise Arbeit für dieses Jahr, ne? Dass wir dann im nächsten Jahr mit schön frisch vorbereiteten Feldern in die Aussaat gehen können. Aber okay. So, wie sieht's aus? Der dritte Anhänger wird beladen. Das dauert hier noch eine ganze Weile, ne? Ich glaube, Gras ist schon wieder alle aus dem anderen Anhänger. Ich werde da jetzt gleich nochmal was holen. Und ja, wie viel denn da am Ende bei zusammengekommen ist, das sehen wir einfach beim nächsten Mal, Freunde. Ich sag bis hierhin vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Mit der Göweil-Presse ist cool. Und bis zum nächsten Mal. Mach ich Quatsch. Rinni hauen.